Heute begleitet mich mein Kumpel Gerhard vom YouTube-Kanal Walking Dead Bavaria. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass er mich begleitet. Die liebe Familie hat ihn gerade abgesetzt, vor einer Stunde circa. Und jetzt geht's hoch zur Jochealm. Hier diese Holzschuppen oder die Wetterschutzhütte. Nee, ist ein Heuschuppen mit Moos bewachsen und darauf wiederum junge Fichten und Farne. Gerhard und ich gerade die Strecke, die ich bereits mit meinem Vater 1970 gegangen bin, als ich mit ihm alleine hier war. Da war ich gerade 6, fitte Beine. Topfit hatte ich gerade mit Breitensport angefangen. Mein Vater hat mich da hochgejagt, aber der Weg. Wie gesagt, der Gerhard begleitet mich auf dieser Strecke, auf dieser geschichtsträchtigen Strecke. Das ist Gerhard. Ja, das bin ich. Und eins möchte ich nur dazu sagen, Alex. Dein Vater ist heute bestimmt auch mit dabei. Irgendwo. Oh Mensch. Das rührt mich jetzt doch ein bisschen, das muss ich jetzt offen zugeben. Und vielleicht habe ich mir deswegen auch jetzt zum Abschluss dieses Kurzurlaubs diese Strecke gewählt. So, 10 Minuten haben wir schon. Nur noch 2,5 Stunden für Geübte. Auf uns. Ich hoffe, der Alex übersetzt alles. Ich muss jetzt so nach hinten, ich bin so dünn, er sieht mich sonst nicht. Also wie der Gerhard diese Strecke geschwebt ist, ja. Mit seiner Kilo-Gewichtsreduzierung, Wahnsinn. Und jetzt hat er mich ganz geschickt überholt. Er überholt der Schlawiner, der Schelm, sagt meine Tochter immer, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Ja, die Wegebeschaffenheit ist hier einmalig und ich weiß, ich wiederhole mich, aber die Strecke hat sich an sich in den 40 Jahren nicht verändert, diese Abschnitte jedenfalls, etwas breiter ausgetreten.
Und Gerhard, pressiert's noch? Passt alles perfekt. Was heißt pressiert's? Pressiert's, ob's schnell sein muss. Ob's schnell? Ja, pressiert's da. Ah. Also hast du es recht eilig. Ah. Ich dachte, das heißt, ist es noch gut oder passt es dir? Na, pressiert's da. Also hast du es recht eilig. Ah. Wie ihr seht, man lernt auch... Auch hier wieder steinig der Pfad, aber wunderschön zu gehen trotzdem. Ja, wir mussten gerade von der Jochealmhütte aus bis zu diesem Pfad, ja, kurz feingeschottertes gehen, aber so kommt er wieder. Hier wieder Abbruchkanten. Was es wohl hier nicht hat, sind Quellen und Bäche. Die sind, das ist anders auf der Seite, auf der östlichen Seite bei Sachenbach. Da entspringen einige Quellen oben aus der Kuppe. Da gibt es ordentlich Trinkwasser. Das ist hier nicht der Fall. Also eingezeichnet sind nur zwei Quellen hier auf dem Jochberg. Und das war's schon. Ja, wir haben ja 2 Liter mit Gerhard, glaube ich, 2,5. Carry the heavy load. Man made the light to light. Take us out of the dark. And man made the boat for the water. Like my Bible said, Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't make nothing. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und? Nichts schmeckt besser als dieses Wasser da. Da kommt kein Bier nicht hin.
was made. Make them toys. But after. Man. Made everything you can. Das ist ein Bilder, ne? Von Jürgen. Das ist die Idee von dem Jürgen, Kanal Wolfenfänger. So. Man, mit Lira, Pesos, Dollars, Rubles, buy from every good woman and every man. Prima, hä? Und kalt oder kühl. Und ich Trottel mach da mit meinem Wasserhahn auf, wenn ich wusste, dass sie so gut das Wasser gibt, wäre jeden Tag hier hochkommen. Restliches Wasser ist ja immer noch mal drin. Und damit das nicht gammelt, wer den Sack, den Kai Sackmann kennt, kennt es. Ich habe es auch schon mal benutzt. Jetzt ist das ganze Wasser draußen. Und damit ist da kein Restwasser drin und kann auch nicht schimmeln. Auch Bettverschluss. Bisschen abgeschliffen hier. Als Halterung, ja? Als Fassung für den Filter? Genau. Ja, weil es gibt ja einige, die passen leider nicht. Ja. Passt. Festschrauben und dann einfach hier nochmal Finger rein, damit das Ding nicht wegfliegt, weil sonst finden wir es nicht mehr. Klasse! Kann ich die gleich mal leihen? Ja, ja, sicher. Gut. So, muss die 900 vernehmen. Gepasst. Ich brauche nur was zum Aufschütten. Toll. Ja. 1 Euro der Topf mit Deckel auf dem Flohmarkt. Klasse! Und passt. Ja, da bin ich ja auch Fan von. So. Hey, ja, ja. Eine Glaubenssumme gibt es dazu. Mmh. Ja. Während ich hier quatsche. Mahlzeit. So ist es. Lieber Gerhard. Ja. Gerhard, lass es dir schmecken. Ja. Also. Kein Gulasch. Und die Brezeln.
Also das könnt ihr Bayern wirklich gut. Was wir brauen und Brezeln backen. Das sind keine Brezeln. Meine Güte. Laugen. Ach. Laugen. Was denn? Eine Brezel. Eine Brezel ist eine Brezel. Und eine Brezel ist was Hartes, Kleines, Knuspriges. Das ist eine Brezel. Oder ganz dünn und hart und knusprig. Und das ist ein Brezen. Ein Brezen? Das ist der Unterschied. Das ist ein Brezen. Ein Brezen. Ein Brezen. Das ist ein Brezen. So ist es. Bricht hier nichts daran. Dann würde ich dir mal empfehlen, hör dir mal ein bisschen Hans Söllner an. Gerhard steht auf Hans Söllner. Ja, die Strecke ist traumhaft. Von der Jochealm wieder runter nach Urfeld. Die ist eigentlich zu 90% so beschaffen, ne Gerhard? Zu 90% ist die Strecke so, wenn nicht sogar noch schwieriger, über Wurzeln und Steine und nur, ich sag mal, 10% Feinschotter. So ist es. Aber wir sind drüber geschwebt, bin ich. Der Gerhard schwebt immer noch, ich schwebe auch. Ich habe ja auch schon wieder 1,4 Kilo abgenommen in den letzten 3-4 Wochen. 5 Wochen, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Pfad. So, so schmal war der damals, 1970, 72 auch, auf dem Weg zur Jochealm mit meinem Vater. Und mittlerweile sind die Wege ein wenig breiter geworden. Aber ich sollte noch mal kurz auf mein GPS schauen. Ja, Leute, ab und zu mal atmen.